Okay, wir müssen noch mal ganz kurz schauen. Was gibt's denn Neues? Es gab jetzt neue Patches. Es gibt Änderungen im Inventarsystem. Es gab häufige Verzögerungen und Ausfälle beim Erhalt von Gegenständen im Inventar. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt. Doch, zwei oder dreimal habe ich das bemerkt. Stimmt. Das war jetzt in den letzten Patch erst. Das war irgendwie komisch. Sie werden von Steam-Datenbank auf PUBG-Datenbank umsteigen. Okay, also das ging anscheinend dann die Inventar, tatsächlich nur um das Ingame-Inventar. Also diese, also die Sachen, die ihr im Inventar habt. Nicht das Zeug, was ihr lootet in-game, sondern, keine Ahnung, irgendwelche Skins und so Zeug. Alles klar. Also sie stellen vom Steam-Inventar aufs PUBG-Inventar um. Jetzt erstmal vermutlich für uns nichts Relevantes. Irgendwann im September. Fehlschläge beim Erhalt von Inventargegenständen wird verbessert. Also ich hatte das noch nie, keine Ahnung, ich weiß nicht, falls ihr das hattet, schreibt es mir in die Kommentare. Ist natürlich bitter, wenn er irgendwie 400 Euro für ein Lambo ausgibt und dann kommt er nicht bei euch im Inventar und dann, das ist natürlich nicht schön, ist klar. So. Keine Änderungen an den Gegenständen im Spiel, die ihr bereits besitzt, also das wird eine Portierung sein von einer Datenbank in die andere, nicht weiter schlimm. Oh. Hä, verstehe ich nicht. Also, PUBG-Gegenstände im Spiel werden nicht mehr im Steam-Inventar sichtbar sein. Die Gegenstände, die im Steam-Market gehandelt werden können, bleiben im Steam-Inventar sichtbar. Okay, also alle neuen Skins, die nicht mehr, die ohnehin schon nicht im Steam-Marketplace handelbar waren, werden dann auch nicht mehr auf eurem Steam-Account sichtbar sein. Ja, weiß ich nicht. Mir ist es egal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die es nervt. So diese Show-Off-Geschichten. Wie viele... Also zum Beispiel den Lambo... Den Lambo könntet ihr jetzt dann nicht mehr zeigen in eurem Steam-Account. Gut. Dann schauen wir mal ganz kurz nochmals zurück. Die Patch-Notes. Was geht bei den Patch-Notes? 32. New Drops on Hospital in Diego. Neue Brücke. Es gibt ein bisschen Terrain Changes, also sprich Veränderungen in der Topologie. Und das neue dynamische Wetter Feature. Ganz ehrlich, dynamisches Wetter gab es schon. Wüsste ich jetzt nicht, was da. Ach, vielleicht gab es bei Diego nicht. Kann sein. Ah, oh, das ist super. Im Training-Mode gibt es jetzt Infinite Ammo. Das ist schön. Und es gibt more Daily Rewards, also mehr Tagesbelohnungen. Hm. Okay. Mal schauen. Habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Ich habe das Game nicht gestartet, seitdem das Update raus ist. Ich schaue mir jetzt, wie gesagt, erstmal nur die Patch-Notes an. Ja, bei PC ist es schon verfügbar. Ja, ich sag mal, diese ganzen Kartenrotation, die interessiert mich jetzt noch nicht so wirklich. Okay, dann schauen wir mal. Sie haben... Das finde ich krass. Sie haben diesen Vulkan und das Zeug haben sie weggemacht und sie haben einfach mehr Häuser reingeklatscht. Studio wurde umbenannt und umgestaltet. Verlassenes Krankenhaus. Komplettes Layout überarbeitet, neue Strukturen und Plätze zum Plündern. Also es ist letzten Endes ein School-Dings geworden. Ich kann mir vorstellen, dass das Sinn dahinter war, dass sie einfach diese großen Hallen da weg loswerden wollten, weil die Hallen immer so zum Sweepen einladen. Und das natürlich mehr Action ist, wenn der jeden Raum nacheinander cleanen musst. Hm. Okay. Dann gibt es eine Brücke. Oh yeah, Brücke ist immer gut. Brücken sorgen nur für Spaß.
Das ist gut. Die umgebende Landschaft wurde angepasst. Also das finde ich auch krass. Schaut euch das an. Da gibt es jetzt so einen Hugel. Den gab es nicht. Hugel? Kein Hugel. Das ist der einzige Unterschied. Krasses Feature. Ja, ich bin ein bisschen zynisch, aber um ehrlich zu sein, ist es jetzt nicht so ein Killer-Feature, oder? Also ich tippe mal, wenn nicht jeden Tag 8 Stunden PUBG spielte, wäre euch das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Tipp ich. Oh, da steht jetzt ein Haus. Das ist gut. Neue Gebäude. Ich tippe mal, dass das jetzt nur Beispielbilder sind. Es werden wahrscheinlich noch einiges mehr an zusätzlichen Häusern hinzugefügt worden sein. Terrain wurde verbessert. Ja, den Punkt sehe ich. Hier ist es zum Beispiel so, du kannst da oben, hast du deine Ruhe, da kannst du irgendwie vielleicht so noch eine Kuhle finden, wo du Deckung hast. Das hast du hier nicht, ne? Du legst eigentlich immer auf der oben auf freien Fläche. Das ist schon gut, dass sie das so geändert haben. Den Punkt gebe ich PUBG und es gibt mehr Bäume. Auch schön. Dynamisches Wetter. Für die Wetteroption Wechselhaftung Diego. Ja. Diego ist kommt sowieso vergleichsweise selten. Also ich spiele Diego nicht so oft. Okay, die haben die Minimap angepasst, sodass es auch die Änderung reflektiert. Das finde ich gut. Nicht, dass du auf der Minimap dann die Brücke nicht eingezeichnet hast und dann weißt du nicht, dass da eine Brücke ist. Also ist irgendwie so eine Standardhausaufgabe, die sollte man nicht großartig erwähnen. Das ist irgendwie logisch. Es gibt geheimnisvolle Objekte und Dekorationen. Etwas Beunruhigendes laut in den Multiversorgungspaketen auf Diego in normalen Matches. Wahrscheinlich irgendwie Zombies. Machst du auf, ne? Willst du den Achterscope looten oder eine AWP? Eine AWM? Und dann kommt ein Zombie raus. Das war voll blöd. Ich weiß es nicht. Okay. Wetterbedingungen in Destin verfügen nicht verfügbar vorübergehend. Ja, kein Stress. Fahrzeuge. Es gibt neue Flugzeugmodelle. Krass. Witzig. Bot-Algorithmus für das Zurücklegen längerer Strecken wurde verbessert. Das finde ich auch nicht schlecht, weil ihr wisst, ihr spielt, es schaltet um, die Zone springt und die Bots rennen stumpf Richtung Zone. Die wurden schon besser, aber ich finde, es gibt schon noch einiges an Verbesserungsmaterial, Potenzial bei den Bots. Muss PUBG auch machen, weil die Playerbase nimmt ab. Ja, das Game ist 7 Jahre alt, es gibt mittlerweile echt viel Konkurrenz. Und wenn ihr dann so Flintenfutterbots bekommt, dann ist es natürlich frustrierend. Das bedeutet, die können es viel besser verschleiern, dass der Server halb voll mit Bots ist, wenn die Bots besser spielen. Und ich glaube, da geht jetzt die Entwicklung hin. Also die werden jetzt die Bots sukzessive besser machen, sodass richtige Spieler den Unterschied zwischen einem Bot und einem Player nicht mehr so einfach rauskriegen können. Das war ehrlich gesagt auch bitter nötig, weil 7 Jahre lang waren die Bots echt ja, sehr stumpf unterwegs. Nicht mehr nachladen, nur noch die Taste nachladen drücken, Munition hinzuzufügen im Trainingsmatch. Das ist super, auch im Zieltraining 1-2-1. 1 vs 1 Arena verfügbar. Da finde ich es irgendwie komisch, aber okay. Ja, das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Wenn ihr Waffen mithilfe des Spawn-Werkzeugs nachladet, werden die empfohlenen Aufsätze automatisch ausgerüstet. Das weiß ich jetzt nicht, wie das aussieht, wenn du das vor Ort machst, aber es hört sich erstmal gut an. Und zuvor ausgerüstete Aufsätze werden nicht ersetzt. Okay, das ist gut. Geräuschtraining, gibt es jetzt eine Rückmeldung, falls das falsche Ziel getroffen worden ist? Okay, ich mache das Geräuschtraining nicht, das sollte ich öfter machen, das ist eigentlich gut, glaube ich. Genau. Ah, und das ist auch gut, ihr könnt das Lieblingsausrüstungsset speichern und laden, das ist auch top. Ja, das ist gut. Doch, das ist gut. Beobachtermodus. Ach, das ist lustig. Ihr könnt die Teamgegenstände anzeigen. Ist allerdings im Solo nicht verfügbar. Ihr könnt die Teammarkierungen anzeigen.
Ihr könnt euch die Gegenstände und Versorgungspakete im Kofferraum anziehen, anzeigen. Okay, es gibt einige mal funny stuff. Ich weiß es nicht. Braucht man das? Es geht, glaube ich, auch nur fürs eigene Team, ne? Oder geht es auch fürs andere? Ne, ich glaube, es geht nur fürs eigene. Ich muss es mir in Ruhe anschauen. Clan-Mitglieder-Aktivität, Herausforderungsbeitrag wurde erhöht. Okay, alles klar, es kriegt also mehr Boni, wenn ihr diese Clan-Aktivitäten macht. Und es gibt einen Überlebenden-Pass. Preis wird reduziert für den Überlebenden-Pass und die Gegenstände werden angepasst. Okay. Es gibt neue Sets in der Archivar und in der Jägertruhe. Oh, es gibt zwei neue Kostüme in der Handwerksherstellung hinzugefügt. Ja, okay, also schaut euch mal die Typen an hier. Es ist schon ziemlich Fortnite-ig. Ich finde, sie schauen nicht schlecht aus. Aber es ist schon sehr comic-mäßig. Cyber Skull und Neonkrieger. Für 100 Handwerker-Token. Alles klar. Ne, es gibt jetzt Energy Drink Skins. Lol. Okay, alles klar. Könnt ihr euch dann so eine Capri-Sonne ausrüsten? Mal schauen. So. Und dann gab es ein paar Gameplay-Fixes. Deagle wurde beim Betreten des Trainingsmodus manchmal automatisch ausgerüstet. Ja. Das ist kein krasses Problem. Falsche Ausrichtung, Kamerawinkel, Fahren bestimmter Fahrzeuge, habe ich nie bemerkt. Mercer-Gedöns, Mercer spiele ich nie. Ein Problem wurde behoben, durch das Nahkampfwaffen in bestimmten Situationen keine Spuren auf Felsen hinterlassen haben. Keine Ahnung. Ist mir nie aufgefallen. Okay, whatever. C4 im Team Deathmatch aus Versorgungspaketen? Das finde ich lustig. Habe ich nie. Hattet ihr mal im Arcade? C4? Nee. Mir nie passiert. Ah, das ist lustig. Okay, die Schrotflinten-Zielkreuz wurde übernommen, wenn man über vorher Ausrüstung laden und Waffensets spawnen im Trainingsmodus. Ja, das ist auch nur Trainingsmodus, interessiert nicht. Okay, das sind alles so Ultra-Details. Kollisionstextur und Performance und einige andere Probleme in Erangel und Tiego wurden behoben. Das ist natürlich sehr schwammig, das weiß ich jetzt nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Autos in der Garage sind nicht mit vollständigen gefüllten Tank gespawnt. Das habe ich noch nie drauf geachtet. Haben die Autos normalerweise immer einen vollen Tank, wenn sie in der Garage gespawnt sind? Kann sein. Gut möglich. Okay. Und das war's dann, oder? Gut. Damit hätten wir die Patch Notes. Es ist gar nicht so vieles Neues. Wir müssen aber ganz kurz mal schauen. Es gibt noch eine andere Sache. Und das ist ja dieses Veil of Tiego. Shop Update. Wir schauen nochmal das Shop Update auch nochmal kurz rein. Haben wir schon gesehen. Es gibt irgendwelche neuen Skins. Es gibt wieder diese Comic-Sachen. Ich bin da nicht so ein großer Fan von. Ah, da sieht man mal die neuen Energy Drink Skins. Okay. Was ist das? MP5. Oh! Es gibt einen MP5 Skin. Das finde ich gut. Das finde ich nicht schlecht.
Wahrscheinlich sind die ultra teuer, kann ich mir vorstellen. Aber ich finde es cool, dass es mittlerweile SMG-Skins gibt. Das ist gut. Das ist schön. Dann gibt es noch irgendwelche schicken normalen Skins. Persönlicher Shop. Alles klar. Gut. Gut, gut, gut. Und da war noch eine Sache. Da gab es auch noch diese Schleier von Diego. Wo ist denn das? Ihr müsst das Briefing lesen und die geheime Mission erledigen. Check the mission, you need to log into your PUBG account. Also ihr müsst euch einloggen. Ich glaube auf der Craften-Seite, nicht im Game. Okay, wartet mal. Soll ich das machen? Okay, was gibt's? Klickt auf Join Event. Ach so, und dann kriegt ihr die. Das ist ja easy peasy lemon squeezy. Also ihr müsst euch in dem Craften mit dem Craften Account einloggen, dann klickt er auf das Nehmen und dann habt ihr das. So, welche Mission hat? Es gibt Whispers of people vanishing without a trace. Investigate Diego repeatedly to uncover the truth. So, also müsst Diego immer wieder spielen, um die Wahrheit herauszufinden. Was auch immer das bedeutet. Und die zweite Mission kriegt ihr erst, wenn ihr die erste abgeschlossen habt. Okay, alles klar. Und es kommt in 3 Tagen, 1 Stunde und 59 Minuten. Okay, also ihr müsst ganz viel Diego spielen anscheinend, dann kriegt ihr irgendwelche coolen Sachen. Sieht so aus. Abwarten. Es gab doch auch irgendwann schon mal diesen komischen Suit da, diesen Diego... Diesen komischen Hazmat-Suit. Das ist aber schon ewig her. Ein halbes Jahr? Oder noch länger? Okay. Also. Die größten Takeaways würde ich sagen: Progressive Skins für die MP5. Veil of Diego, kann alles Mögliche passieren. Und Diego wurde auch leicht angepasst. Und es gibt jetzt anstelle von dem Studio da ein Krankenhaus. Vermutlich ist dieses Krankenhaus das, wo sie wollen, dass wir hingehen und landen, um die. Das Flüstern der Toten uns anzuhören. Okay, soweit. Das wär's. Das ist es, glaube ich. Und ansonsten noch ein bisschen so Kleinigkeiten, aber das waren alles. Ja, das war nichts Gravierendes. Gut, gut. Hab mal wieder ein Video gemacht für euch. Hab meinen Urlaub unterbrochen. Ja, Grüße gehen raus an alle Kommentarschreiber. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.